Ja, meine Lieben, gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, möchte ich euch kurz ein Wort des Herrn bringen. Das, glaube ich, ein ganz wesentliches Wort ist. Und zwar geht es um das Thema die Zahl 7. Die Zahl 7 und die Bedeutung der Zahl 7. Und es ist wirklich eine sehr spektakuläre Zeit. Die Dinge überschlagen sich in der Welt. Es ereignen sich so viele Dinge und man könnte stundenlang darüber reden, in welcher Zeit wir jetzt leben und was gerade geschieht in der Welt. Aber wichtig ist zu wissen, was macht Gott gerade, was plant der Herr im dritten Himmel, was hat er für uns vorbereitet. So, die Invasion des zweiten Himmels hat seit dem Vorfall mit CERN, dieses Portal, das zur Hölle geöffnet wurde, natürlich massiv zugenommen. Ich spüre auch, die Hexerei ist stärker geworden, der Widerstand ist stärker geworden. Ich bin nicht die Einzige, die das spürt. Sehr viele Geschwister, die für den Herrn hinaustreten, die jetzt etwas zurückgedrängt wurden und sie spüren einen größeren Widerstand und vor allen Dingen die Hexerei hat massiv zugenommen. Auch das spüre ich drum. Ich fange jetzt schon zum fünften Mal an bei dem Video, aber ich werde es jetzt zügig machen und ich bin sicher, dass es mir gelingt. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Ich werde dazu noch ein anderes Video machen. Der Herr hat mir da viel gegeben über die Zahl 7. Das ist nicht nur etwas, es ist von Gott gegeben, der alles erschaffen hat, der Schöpfergott, der Gott der Bibel. Die Zahl 7 und die Bedeutung, die dahinter steht. Es wird aber sehr viel auch von den Okkultisten gebraucht, die Zahl 7. Die Hexen, die Zauberer und die Dämonen, die wissen auch über die Bedeutung der Zahl 7. Bei Gott ist die Zahl 7 eine Zahl der Vollkommenheit und der Einheit für seine Pläne, in seinen Plänen. Es ist ein vollkommener Abschluss und es ist ein Vollkommenheitszeichen. Und in Matthäus 5, 48 steht, Gott ist vollkommen und so sollen wir auch vollkommen sein. Aber dazu benötigt es Prozesse. Und ich habe das immer wieder in meinen vorangegangenen Videos angesprochen, dass es eben Prozesse gibt, der Läuterung, der Vorbereitung, der Heiligung, der Reinigung. Da gibt es unterschiedliche Antworten auf den Videos oder Anfragen von Menschen, die das nicht so ganz noch verstanden haben. Da muss ich auch ausführlicher dann in das Thema hineingehen, warum wir überhaupt Transformation brauchen, die Transformation der Seele. Jesus hat natürlich alles vollbracht, er hat ein vollkommenes Werk gebracht, aber wir haben auch noch Werke zu wirken und deswegen müssen wir immer mehr in die Vollkommenheit hineinkommen, damit wir unsere Werke bis zu Ende wirken können, dass wir den Weg des Herrn vorbereiten können, dass wir als geschlossene Armee hinausgehen für den Herrn, als eine Familieneinheit, die das Evangelium rausträgt, ein Volk Gottes. Und das ist jetzt die Geburt, der letzte Prozess, die letzten Wehen der Geburt der Endzeitgemeinde, die jetzt dann stattfindet, wo wirklich sozusagen der Herr dann sein Volk, das er geläutert und gereinigt hat, positioniert. Und das wird vor Ort sein, auch dort, wo die große Ernte hereingebracht wird. Das wird weltweit sein, aber ich habe das letzte Mal in diesem Video Feuer Gottes und Erweckung schon angesprochen, dass es so, wie es am Anfang war, wird es auch am Ende sein. Das ist das, was der Herr mir gezeigt hat. Dort, wo es begonnen hat, das Evangelium und die Gemeinde ihren Ursprung genommen hat, die autoritäre Gemeinde, die Gemeinde, die in Einheit gewandelt ist, die in Herrlichkeit gewandelt ist, so wird es sein auch am Ende. Der Herr hat ein Volk, das er für sich vorbereitet hat. Gott reinigt sich, ein Eigentumsvolk, steht in Titus 2,14 im Neuen Testament. Und es gibt viele Bibelstellen, die über dieses Thema Läuterung, Reinigung sprechen, Vorbereitung des Feuer Gottes. Und das Feuer Gottes ist jetzt einmal angezündet für die nächsten 7 Wochen. Und deswegen möchte ich das Video heute am 7. August noch hinausbringen. Ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, jetzt sind 7 komprimierte Wochen von Heiligung. Eine Transformationssalbung, die der Herr, eine spezielle Transformationssalbung, die der Herr ausgießt. Ein reinigendes Feuer Gottes, dass wir wirklich zugerüstet sind für diesen Dienst, die Endzeitgemeinde, die Schulter an Schulter marschiert und
gemeinsam auf den Herrn schaut und nicht ihr eigenes sucht und nicht ihre Vorteile sucht, nicht eifersüchtig, nicht streitig und neidisch ist. Jetzt sind so viele Spaltungen, aber Gott will den Rest, den Überrest, diesen geheiligten Überrest jetzt zusammenbringen und es wird das stärkste Volk Gottes sein, es wird die stärkste Gemeinde sein, es ist die Geburt der neuen Gemeinde. Das ist das männliche Kind in den Offenbarungen 12, das die Frau gebiert, die eigentlich Israel bedeutet. Aus ihr ist die erste Gemeinde hervorgekommen mit den 12 Jüngern, Jesus und den 12 Jüngern. Und aus dieser Gemeinde, aus dieser Urgemeinde geht jetzt dann die gereinigte, geläuterte, der geheiligte Rest hervor. Und dazu möchte ich eine wichtige Bibelstelle noch bringen. Und zwar, ich bringe den dritten Teil ins Feuer, spricht der Prophet Zacharia in Zacharia 13,9. Läutere sie, wie man Silber läutert und prüfe sie, wie man Gold prüft. Er wird meinen Namen anrufen und ich werde ihn antworten. Und ich werde sagen, er ist mein Volk. Und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Genau das ist der Plan Gottes. Gerade jetzt am Ende, wo die Hexerei, die Zauberei, der Widerstand, die Finsternis immer stärker wird, braucht Gott ein Volk, das völlig als geheiligter, reiner Tempel vorbereitet wurde, in Feuer Gottes geläutert und gereinigt wurde, das ohne Widerstand hinausgehen kann, wo jeder Einzelne sagen kann, so wie der Herr selber gesagt hat, in mir, ich sehe Satan aus dem Himmel fallen, das steht in Johannes Evangelium, aber in mir findet er nichts und dafür, in mir, damit ist die Seele gemeint. Und zu diesem wichtigen Thema werde ich ein Video machen, was es bedeutet, dass der Prozess der Läuterung und der Reinigung der Seele, weil wir sind ja im Geist von Neuem geboren, aber die Seele muss transformiert werden. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann harre jetzt aus die letzten 7 Wochen, das ist von heute, 7. August bis 25. September, da ist ein Prozess, wo eine spezielle Salbung freigesetzt wird. Am letzten Mittwoch, bevor ich mit meinem Mann weggefahren bin, ein paar Tage Urlaub zu machen, hat uns der Herr das erleben lassen. Und ich möchte euch nur ganz kurz sagen, was ich da erlebt habe. Das war so genial. Das war auch eine andere Salbung wieder, wie ich sie vorher noch nicht gekannt habe. Und ich bin jedes Mal überrascht. Und da war ein strahlendes weißes Licht. Davor habe ich goldenes Licht gesehen, aber da war ein strahlendes weißes Licht. Das war so weiß. Das war so wie geblendet, haben wir uns alle gefühlt. Und auch, es war so, dass wir alle gespürt haben, dass sich unser Körper komplett auflöst. Und einer im Gottesdienst, einer meiner Brüder hatte starke Knieschmerzen und ich habe meine Hände auf seine Knie gelegt und wir haben das beide gespürt, wie eine ganz besondere Kraft durch meine Hände geflossen ist, mehr als bisher. Und Engel, Heilungsengel haben auf meinen Handrücken ihre Hände draufgelegt und da ist eine Kraft geflossen und auf einmal habe ich gesehen, wie sich diese Beine, die waren so transformiert, das hat sich richtig aufgelöst. Die waren wie Gläser, also durchsichtig. Und mein Bruder hat es auch gespürt, dass das passiert ist. Und dann war vollkommen geheilt, die Schmerzen waren weg. Aber das Besondere war dran, ich habe schon so viele Heilungswunder erlebt, ich könnte hunderte Wunder erzählen. Aber diese war anders. Das war diese starke Kraft der Transformation. Und ich habe nur den Herrn gesehen, weiß gekleidet und um ihm herum Menschen oder Persönlichkeiten waren es Engeln und auch Menschen in weißen Kleidern. Und er hat mir das einfach wirklich gezeigt. Das ist diese Gemeinde, das ist die Endzeitgemeinde, die stärkste Gemeinde, die es vorher gegeben hat, also die es gibt, die es davor noch nicht gegeben hat. Das sind die, die bis jetzt durch die Prozesse mit den Herren gegangen sind. Und viele sind schon Jahre oder Jahrzehnte vorbereitet worden. Und kennen schon Prozesse der Läuterung, aber jetzt kommt noch einmal eine starke, spezielle Salbung, die den Rest erledigt sozusagen, weil dann geht's los. Dann geht's ab in die Ernte, dann geht's los, es geht Schlag auf Schlag. Ich weiß noch gar nicht genau, was alles passiert, aber das Feuer Gottes wird ausgegossen, es wird Erweckung geben, die letzte Bewegung der Gemeinde. Und es wird die stärkste Gemeinde sein mit den größten Wundern,
Das werden die stärksten Christen sein, das werden Menschen sein, viele junge Menschen, sehr viele Frauen werden dabei sein. Frauen werden in der Endzeitgemeinde eine große Rolle spielen. Das sind die, die keinen Kompromiss machen, die nicht zurückschauen, sondern die nur auf den Herrn schauen, die nicht miteinander streiten, die nicht nach eitler Ehre suchen, die vollkommen hingegeben sind auf ihn. Da macht er jetzt den Endprozess und er gibt eine Ausstattung. Das ist eine Salbung, wo man wirklich auch erleben kann, so wie es Henoch erlebt hat. Und ich durfte schon ein paar Mal so diese Erfahrungen machen, wo man völlig hochgehoben wird oder vielleicht an einen anderen Ort gebracht wird. Das wird die Gemeinde sein, die in der Vollmacht Gottes geht und die wirklich eine unerschrockene Armee ist, die unerschütterlich ist. Und deswegen wird jetzt noch einmal dieses Feuer Gottes ganz heiß werden und die Erde sozusagen mit diesem Feuer entzünden. Und da habe ich in Propheten Zephania auch noch eine Stelle gefunden, die das ganz klar zeigt. Durch den Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Dann aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Bitte, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir brauchen das. Und einmütig steht hier in der Fußnote Schulter an Schulter. Das ist das Volk Gottes. Alle anderen werden sowieso die meisten zurückbleiben, die nicht bereit sind, wirklich durch dieses Feuer der Erläuterung zu gehen. Aber es kommt dafür eine neue Ernte herein und die kriegt von Anfang an schon diese Salbung. Die kriegt von Anfang an schon eine ganz andere Ausstattung. Es werden sehr viele junge Menschen sein und es werden viele, viele Frauen sein. Die Neuen und die Treuen werden jetzt dann in eine Position gehoben, die ganz, ganz wichtig ist. Und was ich jetzt noch sagen möchte, weil ich so viele Anfragen bekommen habe, warum muss so eine Vorbereitung sein, so viel Läuterung und so weiter, das verstehen viele nicht. Erstens kommt Jesus zu einer heiligen, reinen Braut zurück. Zweitens muss er sich verlassen können. Wenn irgendetwas in der Seele noch drin ist, wo Bereiche noch in der Finsternis sind, wo Hexerei war oder was auch immer, ob von eigenen Sünden oder von den Vorfahren. Und da werde ich ein Video machen zur Seele, damit einmal diese ganzen falschen Vorstellungen und Dinge aufgeräumt wird, damit man mal den Unterschied weiß zwischen der Erneuerung im Geist und der Erneuerung einer Seele, weil das ist ganz was anderes. Im Geist sind wir von Neuem geboren, aber die Seele muss durch die Prozesse gehen. Die muss gereinigt werden, die muss geläutert werden, wie siebenfaches Kopf in siebenfach im Feuer, wie Gold und Silber geläutet wird, siebenfach, damit der Herr sich wirklich auf sein Volk verlassen kann. Und das geht auch gar nicht, dass man jetzt gegen diese starke Hexerei, die momentan auf uns Menschen zukommt, wenn wir den Herrn folgen und ihm an vorderster Front sozusagen dienen, darf der Teufel in uns gar nichts mehr finden, außer das Licht, das die Herrlichkeit, das Reich Gottes von innen nach außen wirkt. Und ich möchte jetzt noch was sagen, was mein Mann gestern am Abend, als wir auf der Heimfahrt waren von Urlaub, gesehen hat bei einer Meldung in der kleinen Zeitung Steiermark, ist eine Meldung gestanden von einem Magier, der im Jahr 1970 erfolgreich war. Sein Name ist Uri Geller und er hat damals mit sozusagen mentaler Kraft, aber eigentlich mit Kraft der Dämonen, mit Hexerei und Zauberei Löffeln verbiegen können und Gabeln verbiegen können. Und in manchen Häusern sind plötzlich, wo er war, plötzlich verbogene Gabeln und Löffeln gewesen und so. Also die meisten werden gar nicht mehr wissen von dem Mann. Er ist ein gebürtiger Israeli aus Tel Aviv und da ist mir sofort der Zusammenhang eingefallen mit den falschen Propheten, der Feuer von Himmel fallen lassen kann, und seine Aussagen waren sehr bezeichnend. Das hat mich aufwachen lassen und der Herr hat mir gezeigt, ich muss ganz dringend jetzt dieses Video machen. Deswegen, dass ihr versteht, warum man als Volk Gottes, wenn du für den Herrn vorangehen willst, wirklich frei sein musst, dass nichts in dir gefunden werden kann, du dieses Feuer der Läuterung durchlaufen hast. Es ist ein Schutz, sonst kann man gar nicht für den Herrn hinaustreten. Er hat
angekündigt und Putin, Wladimir Putin, gedroht, dass er mit Magie, mit der Kraft, die er hat, mentaler Kraft, daran arbeitet, sozusagen, dass die Atombomben sich gegen ihn richten und dass er die Computer lahmlegt und so weiter. Also wir sind wirklich in einer Zeit. Ich sage, das war das Erste, was ich im Geist wahrgenommen habe, als mein Mann mir das während der Fahrt vorgelesen hat. Ich bin gefahren und er hatte mir das vorgelesen. Ich habe sofort im Geist gehabt, das ist auch ein Wegbereiter für den Antichristen. Und ich bin kein Anhänger von Wladimir Putin. Ich bin auch nicht dafür. Und der ganze Krieg ist grausam und ich distanziere mich von all dem. Aber ich muss sagen, für den Antichristen ist Putin ein absoluter Feind, weil das hat man auch wieder gesehen. Satan aktiviert jetzt alles, was er aktivieren kann, um ihm lahmzulegen, um Russland lahmzulegen. Ich würde mich freuen, wenn morgen der Krieg beendet werde und wir beten und fasten dafür beständig, dass der Krieg zu Ende geht. Aber ich glaube, wenn Russland besiegt wird, wird der Antichrist sehr bald auf der Bühne sein. Ich sehe einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Kräften, auch wenn das jetzt kein heiliger Krieg ist, bei Gott nicht. Aber man sieht die Mächte, die dahinter stehen, die wirklich den Weg und die Plattform bereit machen wollen. Und dieser Mann, ich möchte zum Abschluss noch etwas sagen. Dieser Mann ist jetzt, und ich habe mich ja gewohnt, ich habe die Bilder mir angeschaut, der Mann ist jetzt 75 Jahre alt und schaut aus wie nicht einmal noch 50. Außerdem war der seit dem Jahr 1970 nirgendwo, man hat von ihm nichts mehr gehört. Ich sage, der Satan hat ihn bis jetzt, bis dieser Zeit irgendwo in Verborgenen gehalten. Und ich würde mir nicht wundern, wenn er eine größere Rolle jetzt denn in der Endzeit spielen würde. Vielleicht arbeitet er mit den Antichristen dann zusammen, dass sie gemeinsam irgendwelche Wunder wirken. Ich möchte nur an jeden warnen, weil er ruft auf, dass die Menschen, die guten Menschen der Welt, also lasst euch nicht verführen, es ist die Zeit der höchsten Verführung, sich mit ihm geistig eins machen, mental eins machen, weil er braucht die Kraft der Gemeinschaft. Und das sieht man wieder, warum Satan immerfort mit Spaltungen in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde kommt, weil er hat Furcht vor der Kraft der Gemeinde, der starken Gemeinde. Wenn die Gemeinde stark ist, hat Satan seine Macht, verloren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Herr jetzt einen Überrest läutert und reinigt und den er dann einsetzen kann. Sie sind furchtlos, sie sind Namen noch. Sie sind wirklich, sie sind total hingegeben. Und wenn du mit dabei sein wirst, wenn du bis jetzt noch nie wirklich umgekehrt bist oder gedacht hast, es ist vielleicht nicht notwendig. Du hast nur immer die Chance, jetzt noch einmal auf den Zug aufzuspringen. Auch wenn du nicht durch die ganzen Prozesse gegangen bist. Aber diese 7 Wochen sind so komprimiert. Und am 25. September beginnt das Fest Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Und dort, es ist so bezeichnend, es ist ein Zeichen für einen Neubeginn, ein neues Jahr. Und es gehen die Leute mit weißen Kleidern, also die Frauen mit weißen Kleidern sehr oft. Und auch Männer weiß gekleidet. In die Synagoge. Also es ist ein Neubeginn, es ist ein Zeichen der Heiligkeit und Reinheit. Und das ist genau diese Phase, von jetzt, 7. August, weg bis zum 25. September. Und ich bete jetzt zum Abschluss, weil der Akku ist gleich leer. Bleib drauf. Lass dich nicht abbringen davon. Bleib drauf. Spring noch einmal auf den und sag, ja, ich will mit meinem ganzen Herzen, mit allen, bitte läutere mich noch. Ich will komplett umkehren. Bitte nimm mich mit in diese Bewegung hinein. Und ich segne dich damit in Jesu Namen, dass es dir gelingen wird, dass du mit dabei bist bei diesem Volk. Das Volk, das die größte Herrlichkeit erleben wird. Und das wird auch das Volk sein, das in weißen Kleidern mit den Herren einherziehen wird. Im Millennium, im tausendjährigen Friedensreich. Also sei motiviert, der Lohn ist groß. Bleib drauf, lass dich nicht abbringen davon.